So, neues Jahr, neues Glück. Herzlich willkommen zu Bobs Börsenecke bei Taifan TV. Heute habe ich wieder was für Sie, wo Sie passives Einkommen generieren. Eine Aktie aus Deutschland, die 7,5% Dividendenrendite bietet. Davor zeige ich Ihnen den DAX. Der hat heute gerade ein Kaufsignal gegeben. Bleiben Sie also dabei. So, meine Damen und Herren, los geht's mit diesem interessanten Chart. Wer noch nicht kennt, nochmal kurz, was es ist. Das ist Three Line Break. Three Line Break bedeutet, der zeigt immer nur auf Schlusskurs an, ob es zu einem neuen Kasten nach unten oder einem neuen Kasten nach oben kommt. Und Three Line Break bedeutet, wenn der dritte Kasten von unten oder oben gekreuzt wird mit Schlusskurs, dann gibt es ein neues Kauf- oder Verkaufssignal. Und was sehen wir hier? Wir sehen, dass der DAX heute, genau heute, ein neues Kaufsignal gegeben hat, weil er über 14.258 Punkte handelt. Das muss natürlich heute mit Schlusskurs muss das immer noch der Fall sein. Wenn der DAX also wieder 100 Punkte zurückgeht, dann hat sich dieses jetzige Kaufsignal erstmal erledigt. Aber wie wir hier sehen, wir haben ja hier eine Widerstandszone im Bereich von 14.500 Punkte. Ich denke, erst wenn dieser Bereich hier überschritten ist, dann geht richtig die Post ab. Und da schalten wir jetzt mal um auf den normalen Tageschart. Denn in diesem Bereich hier, über 14.500 Punkte, haben wir eine massive, mehrfach angetestete Widerstandszone und einen Supertrend-Indikator kurz darunter, der immer noch auf Verkauf steht. Obwohl die Saisonalität nach oben zeigt, muss diese Zone erst, damit dieses Three-Line-Break-Kaufsignal wirklich zu weiteren Kursgewinnen führt, überschritten werden. So, den Chart kennen Sie ja auch. Todeskreuz bedeutet Verkaufssignal anhand der 50- und der 200-Tage-Linie, wenn die Kurze unter die Lange fällt. Goldenes Kreuz bedeutet, wenn die Kurze über die lange gleitende Durchschnittslinie steigt. Hier haben wir ein Kaufsignal gehabt. Ich hatte damals vor einigen Wochen gesagt, dieses Kaufsignal wurde gegeben, der DAX ist aber schon zu weit von diesem Signal entfernt. Das heißt, er muss noch mal etwas zurückkommen und das ist jetzt hier passiert. Wird es zum Ausbruch nach oben kommen? Mein eigener Indikator Sentiment Horse, Sentiment Bass ist jetzt schon fast in dieser Signalzone, damit ein Short-Signal kommt. Das heißt, dieser Balken muss über die rote Linie und wenn der Balken dann wieder runtergeht, also das heißt, auf Tagesbasis wieder unter die rote Linie geht, dann kommt hier so ein Short-Signal. Also, der DAX könnte laut Three-Line-Break weiter steigen, aber nur bis in den Bereich von 14.500 Punkte. Achten Sie bitte heute darauf, ob der DAX oder morgen auch über 14.258 Punkten aus dem Handel geht. So, weitere Signale. Hier haben wir auch nochmal eine Widerstandszone. Wenn der DAX über diesen Bereich steigt, das heißt über dieses Hoch, dann wäre der Bereich hier der neue Ross-Widerstand, wo haben wir es? Bei 15.400 Punkte das maximale Aufwärtsziel. Und hier möchte ich nochmal auf 1 raus. Sie sehen ja hier die 200-Tage-Linie mit 3% Band. Kaufsignal wird gegeben, wenn der DAX von unten kommt und dieses obere Band mit mehrtägigem Schlusskurs überschreitet. Das haben wir hier. Und wenn dann der DAX wieder zurückfällt, dann dient dieses obere Band als Widerstand. Wenn er natürlich von unten kommt, dann dient diese Linie, dieses untere Band als Widerstand. Und wie Sie hier wieder sehen, hat das auch wieder sehr gut funktioniert. Also, wenn der DAX weiter steigt, muss er über dieses Hoch und dann ist der Bereich 15.400 Punkte. Das Ziel. Mein Gesamtmarktindikator fällt wieder. Das heißt, naja gut, der war schon ziemlich hoch, da kam nicht mehr viel. Könnte sein, dass er nochmal zurückgeht an die Nulllinie, dann geht es wieder weiter nach oben. Aber momentan kann ich diesen Indikator nicht einschätzen. Genauso wenig die Advanced, die Kleinlinie, die hängt ja jetzt immer noch an dieser grünen Signallinie. Und wenn es hier oben drüber geht, dann haben wir ein Kaufsignal. So, was haben wir hier? Hier habe ich wieder was Neues präsentiert. Hier habe ich was Neues eingebaut. Wenn Sie wissen wollen, wo ein Index hinsteigt oder fällt,
nach einem Ausbruch aus dem Trendkanal, dann nehmen Sie ganz einfach die Breite des Trendkanals und spiegeln diese nach oben. Und da haben wir, das haben wir hier gemacht. Und Sie sehen, der DAX hat es nicht ganz geschafft, bis an dieses Ziel zu steigen. Und jetzt fängt er wieder an zu steigen. Das heißt, wir haben den unteren Bereich 14.678 Punkte als Maximalziel. So, es ist etwas schwierig, ich muss es sagen, im DAX. Nicht ganz so einfach momentan, aber der DAX schafft es ja immer noch über der 200-Tage-Linie zu bleiben, schafft es sozusagen über diesem oberen Band zu bleiben. Und wenn heute dieses Signal bestätigt wird, dann könnte es weiter bis 14.5 gehen und dann muss man weitersehen. So, und jetzt kommen wir heute zu meiner nächsten Dividendenempfehlung, die Ihnen jetzt kommt, über 7,5% bringt. Es handelt sich nämlich um eine deutsche Aktie mit Telefonverträgen und digitalem Fernsehen. Die haben sozusagen diese Setup-Box, um über die Antenne die digitalen RTL2-Fernsehsender in hoher Qualität zu bringen, muss man im Jahr einen bestimmten Beitrag bezahlen. Das heißt, es geht um die Aktie Freenet. Wenn Sie Geld verdienen wollen mit Dividenden, dann muss es eine Versicherung sein, dann muss es ein Telefonunternehmen sein. All das, was stetige Einnahmen präsentiert, generiert, ohne dass man ziemlich viel investieren muss. Und das ist bei Freenet der Fall. Freenet bietet momentan eine Dividendenrendite von 7,58. Im Mai gibt es, glaube ich, Geld. Und jetzt kommt's, die Aktie ist an diese langfristige Unterstützungslinie zurückgefallen. Steht zwar unter der 200-Tage-Linie, aber das ist für Dividendenjäger eigentlich völlig wurscht. Dividendenjäger wollen ja eigentlich nur die Dividende haben. Und wenn der Aufwärtstrend hier erreicht ist, dann wäre das ein guter Zeitpunkt, die Aktie sich ins Depot zu legen. Hier zeige ich auch nochmal den Three-Line-Break-Chart. Das könnte zum Beispiel auch im DAX kommen. Sie sehen, was hier passiert ist. Als hier dieses Signal gegeben wurde, stand die Aktie bei 20,40. Jetzt steht sie bei 21. Ist zwar nicht viel, aber so soll es normalerweise nach einem neuen Kaufsignal kommen. So, wie sieht es hier aus? Saisonal kann die Aktie auch noch steigen. Wenn der Abwärtstrend gebrochen ist, könnte es etwas weiter nach oben gehen. Aber was interessant bei dieser Aktie ist, jetzt kommt's. Moment, muss ich Ihnen jetzt zeigen. Viele Analysten haben Kursziele zwischen 25, hier ist einer, der ist ein etwas schlechter, 21, zwischen 25 und 30 Euro. Das sehen Sie hier, das heißt, die Aktie hat ein Potenzial, wenn die Analysten richtig liegen, von knapp 25%, wenn das kein Grund ist, eine Aktie an einer Unterstützungslinie mit hoher Dividende zu kaufen, was dann? Was Sie hier jetzt sehen, sind ja nur einige von den Analystenempfehlungen. Interessanter wird es, wenn man die Nachrichten so ein bisschen durchforstet, was wir hier jetzt haben. Da kommt noch viel mehr dabei aus. Hier Research, Deutsche Bank erhöht Freenet auf Buy, 27 Euro von 24 Euro Kursziel erhöht. Was haben wir, die UBS? UBS hat hier 21, das sind die nur 21 haben. Deutsche Bank Nummer 24, ist schon etwas älter, aber naja gut, 7,5% Dividendenrendite ist schon mal nicht von schlechten Eltern. Gibt es zwar nur einmal im Jahr, aber wenn Sie das kombinieren mit einigen US-Aktien, die ich hier in dieser Serie schon oft präsentiert habe, dann können Sie sich ein gutes passives Einkommen über das Jahr sichern mit verschiedenen Aktien. So, meine Damen und Herren, das war es jetzt wieder mal aus Bobs Börsenecke. Ist heute etwas kürzer der Bericht. Ich bin etwas angeschlagen, habe mir eine Grippe eingefangen. Aber nichtsdestotrotz, schauen Sie sich die Aktie an. Wenn die noch ein bisschen zurückkommt, ist die ein guter Kaufkandidat. Ich meine, wenn die hier zurückfällt in die Unterstützungszone, das wäre dann vielleicht ein Trendbruch. Aber momentan rechne ich nicht damit. Wir machen jetzt mal den Chart nochmal etwas länger, alle Kurse. Wenn die Aktie es schafft, diese rote Widerstandszone zu überschreiten, ist das nächste Kursziel liegt bei über 31. Ich denke aber nicht, dass die Aktie weiter als bis 31 steigt.
Das hier ist ja in den 2000er Jahren, 1990, 2000 am neuen Markt, da war die Welt ja eine ganz andere. Das sehe ich nicht auf diese Aktie zukommen, aber 30 Euro als Gewinnziel wäre ja auch schon nicht schlecht. So, tschüss und bis zum nächsten Mal.